Hey, ich bin Joe, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Indie-Horror-Einteiler. Ich weiß nicht, wie klein er wird, vielleicht eine Stunde oder so. Wir spielen jetzt From the Darkness und vielleicht kennt ihr das Spiel zum Teil, denn wir haben damals das Spiel Wrong Floor gespielt und ich glaube, die sind verwandt. Zumindest sahen die Screenshots so aus und ich habe das jetzt nicht weiter recherchiert. Ich habe einfach blind das Spiel gekauft, kostet ein paar Euro, ist auch ein russischer Entwickler und ich meine, Wrong Floor wäre damals auch was Russisches gewesen und es war ziemlich gut. Von daher, gucken wir einfach mal. Ich glaube, es ist sogar auch ganz gut bewertet. Mal sehen. Ja, das ist definitiv Wrong Floor. Ich erkenne es. Okay, schön. Oh, schön. Okay. Story gibt's keine. Aber wir sind wieder im russischen Wohnblock. Ihr erkennt ihn, oder? Ja, ihr erkennt ihn. Ich erkenne ihn auch. Ich glaube, Aufgabe. Gehen in das 64. Apartment von irgendwas. 64. 64. Hat sogar Post hier. Was? Hilf uns, eine Person zu finden. 2006, 15 Jahre alt. Hat das Haus verlassen und ist nicht zurückgekommen. Aussehen. 1,73, kurze dunkle Haare, braune Augen. Was hat er getragen? Ein weißes T-Shirt, rote Shorts und rote Sneaker. Hier ist anscheinend ein Junge verschwunden. Das kann ich nicht lesen. Okay. 41, 42. Also wir sollen nach 64. Das wäre dann die Treppe. Lass dir Zeit, Junge. Haben wir eine Taschenlampe? Haben wir wahrscheinlich nicht. Ebene 2. Da müssen wir noch ein bisschen höher. Sind wir noch nicht so ganz, ganz richtig hier. Hier sollte man vielleicht mal eine Lampe austauschen, mal wieder. Der Treppenhaus-Simulator, ich sag's euch immer. Oh, guten Stuhl, endlich kann ich mal Pause machen. Diese ganzen Treppen halte ich sonst nicht aus hier. Warum ist nur der Fahrstuhl kaputt? Ist der überhaupt kaputt? Ich kann sogar tatsächlich den Knopf drücken, aber irgendwas rappelt hier. 63, 64, 54. Wir müssen noch 10 Stockwerke hochlatschen. Oh nein. Oh, jetzt sag nicht, dass das... Das ist das, die Ebene aus Wrong Floor, die wir eigentlich nehmen wollten. Da ist auch wieder diese Anzeige. Ich gehe mal hoch. Das wäre ja wirklich cool, wenn da eine Referenz zu wäre, zu dem Minititel. Den man, glaube ich, gratis spielen konnte auf itch.io. Da liegt Müll. Warum nicht? Ist dein Kopf drin? Oh, guck mal, ich habe Körper. Nein, sowas. 61, 62. Wir haben es fast geschafft. Noch 2 Stockwerke. Ich brauche 64 Apartments. Hä? Ach so, ich muss in Apartment 64. Ach, da ist es doch. Sauber. Klingeln. Hä? Geh mal auf. Okay. Oh, hä? Warum macht man denn eine Tür und dann nochmal 2 Türen? I don't get it. Bestimmt Beton. Beton 500. Das Field of View ist hier wirklich sehr komisch bei dem Spiel. Guck mal, die Stromkästen haben ein Schloss vor, damit du hier bloß nicht Quatsch machst. Liebe Nachbarn,
Falls sie nicht damit aufhören, nachts Geräusche zu machen, werden wir die Polizei rufen. Okay. Das sind wir. Die Nachbarn haben sich bei mir beschwert. Da liegt schon ein Schlüssel. Dieses Apartment ist schon lange verlassen. Kein Strom. Schön. Okay, ich habe einen Schlüssel, aber für was? Da scheint ein Mantel zu sein oder so. Ich habe einen Schlüssel für was? Vielleicht für diese Tür? Ach, für den Stromkasten. Na klar. Logisch, logisch, ne? Ich sag's gerade noch. Was liegt denn da oben? Das ist eine Sicherung? Okay, lass mal gucken. Okay, okay. Nice. Musik. Nice. Hebt das sucht das Familienalbum und verlasse das Apartment. Das ist unsere Aufgabe. Das ist so eine richtig... Okay. So eine richtig schöne russische... Hier liegt noch die Blutwurst, so eine richtig schöne russische Großstadtwohnung. Was zum Teufel? Moako. Moako. Heißt das vielleicht Milch? Moako? Ist da ein Foto? Da ist ein Gesicht drauf. Was für ein krankes Selfie ist das? Was ist das? Rap-Tabak. Tabak wahrscheinlich. Hier noch lecker Einmachzeug. Also falls jemand Russisch von euch kann, ich freue mich immer über Übersetzungen, ne? Dürft ihr gerne hier in die Kommentare spammen. Ich denke mal, das ist Dosenfleisch. Also noch ganz viel Essen dafür da drin hier. Dafür, dass hier eigentlich das Apartment verlassen ist. So, ich denke, wir sollen uns dieses Bild angucken. Oh, Entschuldigung. Ich wollte gerade was sagen. Das sieht mir nach Krieg aus. Nach... Oder sind das Hunde? Vielleicht auch Jagd? Sind das Hunde, die da liegen? Oder sind das Menschen? So oder so. Wäre beides nicht schön. Okay. Familienalbum. Das ist unsere Aufgabe. Das ist so sick hier mit dem Mantel und den Schuhen. Ich gehe erstmal da gucken. Huch. Was stimmt mit meiner Sicht nicht? Okay. Oh Gott. Was zum? Da war doch was drin. Alter. Wieso ist hier kein Strom? Zu dunkel. Okay, warte, warte. Mach mal da auf hier. Okay. Badezimmer. Ein gemütliches russisches Badezimmer. Familie ist alles, nicht wahr? Familie ist alles. Okay. Hier gibt's auch nichts. Eine Taschenlampe wäre nett. Mal erstmal zu. Die ist zu, die Tür. Warte mal. Moment. Wenn das gar nicht meine Wohnung ist und sie schon lange leer ist, und die Nachbarn sich beschweren, dass ständig laute Geräusche in der Nacht aus dieser Wohnung kommen. Wo kommen dann die Geräusche her? Okay, ich liebe es jetzt schon. Wohnzimmer.
Der Wandteppich. Oh, das ist so russisch. Oh, hier ist ein Fenster kaputt. Ach, wie schade. Was haben wir da? CCTP. Also irgendwas noch außer Sowjetunion. Ein weiteres Foto. Ach, die Omi wieder. Die Pineview Drive Omi. Na gut. Okay. Eine Matroschka. Matroska. Matroska. Und weitere Stockfotos für Spiele. Was muss ich hier tun? Fenster öffnen. Ich würde fast behaupten, ich muss eine Taschenlampe suchen. Fernseher funktioniert nicht. Ach, verdammt. Die Tür ist jetzt auf. Das ist mein Zimmer. Es fehlt ein Teil. Oh, ein Schlüssel. Hier kratzt was im Dunkeln. Für welche Tür? Da steht jemand drin. Was, wenn ich da reingehe? Too dark. Okay, ich habe einen Schlüssel. Ein Schlüssel für was? Hier ist noch eine Tür. Warum ist hier denn noch eine Tür? Wo führt die hin? Warte mal. Wer hat sich denn da beim Schraube reindrehen verletzt? Kinder, wer macht denn sowas? Abgeschlossen. Scheinbar brauche ich einen großen Schlüssel. Was ist das? Was war das? Ein Lichtschalter! Ah! Ein Ersatzlichtschalter. Okay. Okay, okay. Okay. Mach mal zu. Zumachen. Besser. Ach, Jungs. Ist er immer noch da? Mein Gott, diese scheiß Puppe. Ey, guck mal, Spiegel. Hallo. Wink mal. Okay, das Spiel ist wirklich, wirklich cool. Ich mag es. Es erzeugt auf gewiss... Oh, ich habe hier Angst, denn es ist dunkel. Das Licht flackert. Was zum Teufel? Alter, das ist... Ich kenne das Spiel nicht. Das war jetzt wirklich nicht geplant. Ich wollte nur witzig sein. Oh, guck mal, hier ist ein Schloss vor. Ah. Eine Farbkombination. Aber wie? Können wir da was nehmen?
Oh, ein Bug. Ich habe einen Bug gefunden. Ich mag diese Puppe überhaupt nicht. Mag sie nicht. Truth! Oh, das ist, sieht aus wie Tschernobyl hier so ein bisschen. Okay. Du bleibst da bitte schön sitzen, ja? Albums! Albums! Get out! Was? Lass mich rein! Okay. Wieso kann ich nicht raus? Der Fernseher ist an. Ich will nur mal gucken, ob ich hier nicht... Hier ist wieder dieser Mascha-Besen. Ja, wie geil. Das scheint echt so eine russische Sache zu sein, dieser Mascha-Besen. Okay, wir müssen ins, ich nehme die Blutwurst mit und... Oh Gott! Ey, fucking Mantel! Ey, verdammt! Der Fernseher geht nicht, sagte man mir. Oh, das ist, da steht der Stuhl, das ist im Eingang, wa? Das ist im Eingang. Da, wo dieses Ding stand. Das ist das Familienalbum. Das, weswegen ich hier bin. Aufgabe rausgehen. Saving. Er war die ganze Zeit da drin. Wir haben ihn gesehen. Wir haben ihn gesehen. Oh, das Bild ist wieder normal. Oh, doch nicht. Was? Was zum Teufel? Dieses Spiel ist tatsächlich relativ gut. Was? Was? Ein Fleischwach. Telefon? Hä? Hör auf mit mir zu spielen. Okay, ich soll... Er lockt mich in diese... Shift to run. Viel Spaß alleine. Das war das scheiß Badezimmer, ne? Ich kann nicht da weg. Ich muss es mir angucken. Er möchte sein Mahl gerne alleine genießen. Keine Gesellschaft, bitte. Okay. Das ist doch echt verrückt hier.
Ich kann nicht mehr Gitarre spielen. Ja, da guckst du, ne? Da guckst du. Ja. Okay. Wait. Also irgendwie müssen wir hier dieses Schloss öffnen. Es muss doch einen Hinweis geben, welche Farben wir dafür benutzen können. Grün, rot, blau und gelb. Aber es sieht so aus, als ob die Dinger fehlen. Wahrscheinlich müssen wir sie erst finden. Da sind nur doofe Motten drin. Guckt euch die Augen an. Ja, geil. Ich liebe solche Details. So, ich weiß, nee, da können wir nicht rein. Ey, Junge. Er mag wohl kein Licht. Das ist Scheu der Große. Jetzt guckt er einen Horrorfilm. Ich bleib einfach in meinem Zimmer. Ich dachte, hier liegt noch ein Schlüssel oder irgendeinen anderen Hinweis, weil da hinten nur die Tür in dem Flur auf ist. Okay. Oh, die zwei restlichen Knöpfe. Er hat Essen gekocht. Die Musik macht mich gerade ein bisschen irre. Nur wie soll ich jetzt wissen, was ich hier eintippen muss? Oh, Symbole, okay. Die gilt es jetzt herauszufinden. Ich steppe raus. Wie finde ich diese Symbole raus? Kannst du mir nicht helfen, kleiner Freund? 41 bis 45. Wo ich... You can hide under the bed. Das ist... Wow. Ah, ein Symbol. Verstehe. Wir müssen sie finden. Ich muss mir was aufschreiben. Also grün ist dieses Symbol. Das ist ja echt... Ich habe keinen Stift hier. Ich habe keinen Stift hier. Was mache ich denn jetzt? Schakalaka. Okay, ich muss hier raus. Leute, ihr habt gerade sowas von verpasst hier. Scheiße. Als ich den Stift geholt habe, hat die scheiß Puppe hier runtergeguckt. Oh, ist das ärgerlich. Vielleicht guckt sie gleich nochmal. Okay. Das ist echt krass. Aber ich muss dieses Symbol abzeichnen. Grün. So, okay. Wie komme ich denn hier raus? Wenigstens leuchtet der Lichtschalter.
Scheiß. Oh. Oh, fuck. Oh, da ist das nächste Symbol. Alles klar. Das ist blau. Scheiß. Dieses Spiel macht mich fertig. Aha. Ich muss mir das echt abzeichnen hier. Blau. Okay. Oh. Okay. Ah. Okay, das ist rot. Alles klar. Alles klar. Versuchen wir es mal. Oh, rot hatte ich sogar schon richtig. Guck mal, das ist ja so. Grün ist dieses Symbol. Blau ist. Gelb brauche ich noch. Dieses Symbol. Ich brauche noch gelb. Wo finde ich gelb? Ah, gelb ist diese. Okay. Alles klar. Gelb. Ja gut, aufschreiben muss ich das jetzt nicht mehr. Diese komische 9. Das da? War das das Richtige? Das da. Das muss es doch eigentlich sein, oder? Gelb. Rot. Okay. Hm, keine Ahnung. Jetzt geht's. Oh mein Gott, eine Taschenlampe. F, turn on the flashlight. Er guckt mich immer noch an. Warum sehe ich jetzt so aus? Was zum Teufel? Wohne ich in dieser scheiß Wohnung? Oh nein. Das sind wir. Wir sind auf dem Klo gestorben. Ist das wirklich so? F. F. Was heißt F? Rotes F. Schreib's mir mal auf. Ich glaube, ich weiß, was das Spiel von mir will. Aber was? Also, nicht aber was, aber wieso geht das nicht? Das meinte ich. Vor allem, wie dich das Spiel nutzt, ne? You can hide under the bed. Als ob man jetzt verfolgt wird hier. Ach, F. 4. Oder hier. Hörst du das? Ich habe ihn in Beton beerdigt. Hörst du es nicht? Wen hast du im Beton beerdigt? Stimme. Geh zur Stimme in totaler Dunkelheit. Dieser Raum stinkt nach Leichen.
fehlenden Fenster. Aber wie soll ich denn zur Stimme gehen? Aber die Stimme kommt doch von hier. Ich verstehe es nicht. Da steht noch ein Gurkenglas oben drauf. Das will ich haben. Okay, Hallo. Ich verstehe nicht, was das Spiel von mir will. Ich bin doch hier. Was soll ich hier? Oh! Abgeschlossen. Es ist da oben drin, aber wo ist der Schlüssel? Abgeschlossen. Wo kriege ich den Schlüssel her? Also ich denke, wir müssen da rein, aber ich weiß nicht, wo ich den Schlüssel dafür finden kann. Der kann ja nur irgendwo hier liegen. Liegt ihr hier auf dem Stuhl? Habe ich den übersehen? Go to the voice in total darkness. I buried him in the concrete. Go to the voice. You hear him. Oh. Oh Gott, ey. Oh, auf die Puppe wieder. Da liegt ein Bild. Ein weiteres Familienbild.
Ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Also. Oh. Finger und Auge und Zähne gleich Schlüssel. Auge. Ich muss Finger und Auge und Zähne finden. Aber wo? Ein Finger. Okay, soweit so gut. Aber wo finde ich ein Auge? In der Matruschka vielleicht. Oder in der Schublade. Mein Tipp ist die Matruschka. Finger und Auge und Zähne. Okay. Auge. Oder Zähne. Okay, ich brauche eine Zange für die Zähne. Zähne. Ne, hier war die nicht. Wo war die Zange? Dass man hier nicht durchgehen kann, ey. Die Zange war doch irgendwo hier. Hier war die Zange. Dann, Dr. Schaui. Zack, in die Zähne. So, was brauchen wir jetzt noch? Auge. Unser eigenes Auge. Was zum Teufel? Schlüssel. Oh Mann, das Spiel ist wirklich, ich find's einfach so unglaublich gut. Ich fand ja schon Wrong Floor gut. Wahrscheinlich wieder oben, oder? Closed. Wofür ist der Schlüssel? Hier haben wir noch was. Ah, für diesen Schrank. Oh. Oh Gott. Oh. Ich hasse es. Oh Gott. Ich hasse es so. Wir müssen ins Kinderzimmer. Hat Augen. Können wir das Licht anmachen? Okay, alles klar. Okay, let's go. Kriegen wir den Schlüssel raus? Nice.
He is stronger in the dark. When you light up all the rooms, it will get weaker and you can get out. This is the key to the box under the ceiling. Glühbirnen. Kerzen. Nothing to set fire to the candles. Okay, Feuerzeug finden. Könnt ihr mir vorstellen? Hier liegt ja viel Tabak rum und so. Im Wohnzimmer könnt ihr ein Feuerzeug legen. Woher soll ich denn wissen, wo hier ein Feuerzeug war? Das Streichhölzer? Ich weiß es doch nicht. Ich kann kein Russisch. Okay. Oh, dieses Gekratze, ey. Okay. Will nur zum Nachbarn fragen, ob der Streichhölzer hat. Versuch's nochmal. You need to listen. Du musst zuhören. Vielleicht die? Ich meine, wenn sie schon auf ist. Da atmet zumindest einer. Du musst zuhören. Versuch's nochmal. Worauf muss ich denn hören? Fünf. Wieder zurück. Okay, ich verstehe es nicht. Auf was muss ich hören? Diese Stampfgeräusche kamen definitiv von da. Das ist alles falsch, es bleibt ja eigentlich nur das hier, ne? Drei.
Hier kommt jetzt definitiv Geräusche raus. Scheint aber auch falsch zu sein. Jetzt sind wir wieder bei 5. Also Auge. Augentür. Ich schreibe es mir mal auf. Auge. Vielleicht müssen wir auf Floor 3. Oder wir sind auf Floor 3. Hand. Aber wait. Wir kommen nicht weiter. Wir sind hier richtig. Aber wir kommen nicht runter. Willst du ein High Five? Oder müssen wir wieder zurück? Ist ja eigentlich die einzige Möglichkeit zurück. Okay. Okay. Wir dürfen wahrscheinlich nicht dahin, wo Geräusche sind. Wenn wir also Geräusche in den Türen hören, dürfen wir nicht dahin. If sounds are heard outside the door, it's better to not go inside. Geräusche von außen hört, sollte man besser nicht reingehen. X. Ich höre gar nichts. Okay, da höre ich was. Wie sieht's da aus? Da höre ich auch was. Okay, runter. Runter kann man noch. Können wir nicht. Aber wo müssen wir denn dann hin? Oh, hier ist eine Tür. Ich höre nichts von dieser Tür. Ich höre nichts von dieser Tür. Scheint sauber zu sein. Zwei. Definitiv Geräusche. Gehen wir mal weiter. Oh, wir sind wieder unten. Geräusche. Hm.
Okay, wir können ja nicht weiter. Ah. Er hat ein Feuerzeug. Kann ich das haben? Ich habe aber kein eigenes Spiegelbild. Ich muss wieder hoch. Ich mag ihn. Wie komme ich denn jetzt weiter hoch? Oh, ich muss so die richtige Tür finden, hä? Doch hier weiter. Ist hier noch eine Tür irgendwo? Okay, die Tür ist es nicht. Da können wir nicht rein. Rein. Können wir nur zu dir? Ach, wir müssen Aufzug fahren. Okay. Wie lange noch? Dankeschön. Ciao, war schön mit dir. Mach's gut. Ich muss ein paar Kerzen anzünden. Oh ja, ich bin wieder da. Oh Leute, ey. Oh Leute, Leute. Leute, Leute. To light up the lights in all rooms. Also. In all rooms. Auch hier. Mauer, Kühlschrank zu, wird kalt. Kann das Feuerzeug nicht mehr anmachen. Wie man hier einfach immer wieder genutzt wird. Was zum Teufel? Hallo. Oh, Scheiße, ey. Lass mich doch einfach in Ruhe. Okay. Das ist echt böse hier. Das Bildchen im Schrank, es ist so böse.
Ich tue mich unter Bett verstecken. Hey, Bro. Küsschen. Kuss auf die Nuss. Hey. Oh. Alright. Okay. Oh. Oh, hallo. Oh nein. Nein, nein, nein. Alles gut. Oh Gott, ey. Oh, das Spiel hat echt so viele gute Ideen, die einem wirklich Angst machen. Oh Gott. Oh Gott. Okay, nächster Raum. Hier, Kumpel. Wie kann ich denn... Ah ja, okay. Ah, wir haben es fast geschafft. Wir haben es... Noch nein. Das macht mich so fertig. Ich brauche mal einen Schluck Wasser. Okay, wie viele Räume haben wir noch? Drei. Drei Räume. Badezimmer. Oh Gott, Mann, fuck, fuck you. Ja, mach die wieder aus. Er pustet die wieder aus. Und er hat mir eine geklaut, oder? Hat er mir eine geklaut? Auch noch eine Kerze. Aber da ist keine mehr. Oh doch, ist doch noch eine da. Ach Junge. Haben wir es geschafft? Okay, ich kann nur runtergehen. Das wirkt jetzt alles so viel gruseliger, dabei war es genauso, als wir hochgegangen sind. Oh nein. Ende. Okay, nice, wow, okay.
Ich glaube, teuer war das Spiel nicht. 3 Euro so die Ecke. 3 Euro so um die Ecke. Okay, End. Kann ich. Okay, schade. Okay, ja. Wie auch immer. Das war From the Darkness. Und mir hat es sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, trotz vieler Jumpscares, die allerdings doch sehr gut versteckt waren, also sehr gut platziert waren. Und generell war das ganze Spiel ziemlich abwechslungsreich und ziemlich überraschend gut. Also von mir definitiv schon mal Daumen nach oben. Ich hoffe, ihr gebt mir auch einen. Und kauft das Spiel, wenn ihr mögt und wenn ihr es auch mal spielen wollt und wenn ihr genauso leiden wollt. Also es ist schon eine härtere Nummer. Also es hat mich schon echt mitgenommen. Ich glaube, man hat es gesehen. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.